Mein Name ist Rudi Schrofner, bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus Teugau-Eck und wohne inzwischen seit 7 Jahren in der Stadt Salzburg. Ich arbeite seit über 8 Jahren bei einer größeren Salzburger Bank und bin auch ehrenamtlich als Rettungssanitäter tätig. Glauben war mir ehrlich gesagt nicht immer so wichtig wie heute. Gerade als ich in die Teenagerjahre war, habe ich oft sehr gehadert. Und wirklich wieder Kontakt mit der Kirche habe ich erst dann wieder gehabt, als die ersten Kirchenbeitragszahlungen ins Haus geflogen sind, die ich zum Anfang auch nicht gezahlt habe. Irgendwann natürlich schon, aber damals war Kirchen für mich eher lästig. Ein Gott geben hat es für mich aber immer. Ich habe mir nur nicht richtig vorstellen können, was ich darunter verstehen soll oder verstehen kann. Geändert hat sich maßgeblich vor ein paar Jahren, als ich durch Zufall zu einer Gruppe dazugestoßen bin, die heute zu meinen besten Freunden zählt. Wir sind fortgegangen, haben immer eine Gaudi gehabt, aber eins hat mich doch verwundert. Für sie war Kirche nämlich nicht nur was, wo man halt auch dabei ist, sondern etwas, das man lebt. Kirche ist kein Gebäude, sondern Gemeinschaft. Aber naja, jeder wie er will. Der Groschen ist bei mir an dem Tag gefallen, wie wir uns wieder mal getroffen haben. Es war da einer dabei, den ich noch nicht gekannt habe, aber so ist es halt, wenn man neue Leute trifft. Und recht schnell sind wir gut ins Gespräch gekommen. Er kommt aus einer Nachbargemeinde, gleich ein paar gute Gesprächsthemen haben wir gehabt. Ja, mir war klar, der Mann ist Priester. Und ich habe ihn dann einfach irgendwann direkt angesprochen. Weißt Hans, habe ich gesagt, an Gott glauben tue ich schon. Aber er ist für mich irgendwie nicht greifbar. Manchmal kommt es mir vor, als wäre er mir richtig fern. Der Hans hat dann zu mir gesagt, weißt was, heute vorm Schlafen gehen, wenn es ganz ruhig ist und du dich wirklich wohlfühlst, sagst einfach einmal, du bist da. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ein bisschen komisch war es mir schon, aber ist ja egal. Du bist da. Du bist da. Und auf einmal war es mir klar, ja, er ist wirklich da. Meine Gebete beginnen heute noch meistens mit den Worten, du bist da, und sind für mich wie ein kleines Glaubensbekenntnis geworden. Es hat dann schon eine Zeit gedauert, bis ich es richtig verstanden habe, aber jetzt weiß ich, er ist immer da, er hört mir immer zu, er ist mir einfach Beistand in jeder Situation. Aus dem Johannesevangelium. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Eine Impulsfrage von Pater Benjamin Schweighofer.
Lasset uns beten. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem Leben in Fülle. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden. Erneuere uns und das Antlitz der Erde. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.